Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man so eine Kleidungstasche waschen kann. Da kommt ja immer hier oben ein Bügel rein und da drinnen hängt ihr dann eure Anzüge auf. Natürlich, nach vielen Jahrhunderten und Jahrzehnten in Benutzung mit frischer, neuer Wäsche bestückt, wird er von außen natürlich ein bisschen staubig. Den könnt ihr nämlich auch waschen, nur nicht so heiß. Ich würde vorschlagen, ihr wascht ihn bei 40 Grad mit und packt ihn also einfach hinein, diesen ganzen Sack rein in die Trommel, zu eurer 40 Grad Wäsche. In unserem Fall ist sie schwarz gehalten, das heißt, es kommt oder sie kommt oder es kommt zur 40 Grad Buntwäsche dazu. Wenn ihr jetzt höher geht, dann ist die Gefahr groß, weil ein großer Plastikanteil da drin ist, dass es zu heiß wird und dadurch würde das etwas schmilzen und einlaufen. Das wollen wir nicht. Also 40 Grad reicht vollkommen aus mit der anderen Wäsche, weil alleine wäre es zu einsam für das Kleidungsstück Aufbewahrungsgedöns. Kommen wir zur Waschmittelwahl. Wir sind ja heute in dem 40 Grad Celsius Bereich unterwegs. Deshalb nutzen wir das Color Gel mit Kaltaktiv Leuchtkraftformel, wie ihr seht. So, was steht denn da hinten drauf? Da steht erstmal die Wasserhärte. Wir haben weich und hart in der Tabelle. Das könnt ihr erfragen bei euren Stadtwerken, wie hart euer Wasser ist. In unserem Fall ist es weich. Dann habt ihr hier noch drei Bereiche, wo leicht, normal und starke Verschmutzung anliegt. Wir haben also eine leichte bis normale Verschmutzung, deshalb werden wir uns bei ca. 70 Milliliter aufhalten. Dazu gibt es vom Hersteller, den könnt ihr umsonst bestellen, diese Dosierhilfen. Und da steht ja auch hier an der Seite, wie viel was ist. Das heißt, wir werden uns hier zwischen diesem langen und diesem langen Strich behalten und nun werden wir dieses Gel dort hineingeben, einfach mal reinkippen, bis es die gewünschten Milliliterzahl erreicht hat. So, das ist ganz schön fein gemacht. Und danach werden wir diesen Verbund von diesem leckeren Waschmittel zu unserer Wäsche geben. Das heißt, das kommt in die Trommel mit rein und danach ist auch schon Waschzeit. Wenn ihr Wäsche zusammen habt, dann schließen wir die Schotten und können zur Einstellung kommen. So, auf zur Einstellung. Wir machen die Waschmaschine an und schauen uns links die Seite an. Dort sind die einzelnen Programme geschaltet. Wir wollen ja 40 Grad Koch- und Buntwäsche machen. Also wir kochen nicht und wir waschen auch nicht so heiß, sondern wir werden bei 40 Grad waschen. Dann schauen wir uns noch den Rest an. Wer schnell waschen machen möchte, dann verzögert, also geht die Zeit ein bisschen runter, aber der Energieverbrauch geht hoch, weil dann die Waschmaschine schneller erhitzen muss und dadurch wird mehr Energie verbraucht, aber es ist auch schneller, wie ihr seht. Also lassen wir es mal aus. Wir sind nämlich Ökomenschen. So, die Schleuderanzahl ist in Ordnung. Damit müssen wir nur noch darauf achten, dass das Wasser anliegt an der Maschine, dass das aufgedreht ist, weil ohne Wasser läuft die Maschine nicht. So, 40 Grad Wäsche, auf geht's, Genau, und wir machen diesmal Schnellwaschgang. Okay. Weil nämlich überhaupt gar nichts erhitzt wird. Auf 40 Grad wird das nicht erhitzt. Wir machen. Ergo haben wir keine mehr Energiekosten. Danke für Ihr Kommentar im Video. Genau. Schnellwaschgang, auf geht's. Start und Stopp und Pause und los. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!